1951 aus der Zeche Lothringen, Bochum-Gärte angefangen. Damals nach dem Krieg, kurz nach der Währungsreform, gierte alles nach Kohle. Es war ein Neuanfang für ganz Deutschland. Man hatte so einen riesen Nachholbedarf. Man wollte wieder leben, man baute wieder neu auf. Und ich war froh, dass ich selber mit aufbauen konnte und war stolz darauf. Die Arbeit für den einzelnen Mann war unheimlich schwer. Ich denke nur daran, wenn wir in diesem Streb zum Beispiel 30, 40 Meter vorangegangen waren und der Bruch ist nicht gekommen. Der Bruch, das heißt, die Hangenschichten sind nicht runtergeschlagen. Dann ging die Kohle, aber wehe, der Bruch ist gekommen. Dann war die Hölle los, dann hat man das Knacken der Stempel gehört. Ein urweltliches Knacken, dazu kommt das Knacken der wahnsinnigen Sandscheinbänke, die da drüber liegen. Da kriegst du Angst. Je nachdem, wo der Stempel stand, wusste ich, wann der Bruch kommt. Und wenn der Bruch kommt, dann ging das schon mal bis zum Kohlenstoß. Und wenn da jemand stand, dann war der platt. Ich habe neun meiner besten Kollegen unter Tage verloren, immer bei Unfällen, ganz schlimme Unfälle waren es gewesen, sogar der Franz. Dem ich nicht helfen konnte. Er lag mit so einem Akku umgekippt im Stoß. Dann kam dann ein Fahrsteiger und sagt, George, jetzt nicht feige sein, hol ihn da raus. Ich sage, ich bin noch nicht feige. Dann bin ich runtergegangen und der hatte auf einmal schneeweiße Haare gekriegt in der Sekunde seines Todes. Und dann habe ich den in den Schleifkorb gelegt und da kam der Arzt und sagt, ja, Exitus, Genickbruch. So was ging neunmal bei mir unter Tage. Man kann das mit gar nichts, das kannst du mit dem schönsten Mädchen im Bett nicht erleben, dass dieses wahnsinnige Zusammengehörigkeitsgefühl der Bergleute untereinander. Das war so schön. Du glaubst das nicht, wenn man sich morgens auf die Schulter kloppen konnte oder wenn man zusammen so klatschnass wie man war, mit dem Schweißkittel, dann hast du den noch umarmt und bist mit ihm nach Hause getorkelt durch die Zechenbahn da unten und hast gedacht, Mensch, was haben wir wieder heute erreicht?